In diesem Video erkläre ich dir, was das Maschenstromverfahren ist und wie du damit ganz einfach und schnell die unbekannten Ströme in einem Netzwerk, also einer Schaltung, ausrechnen kannst. Wir gehen dazu Schritt für Schritt durch ein konkretes Beispiel und ich erkläre dir, was es mit den sogenannten virtuellen Maschenströmen auf sich hat. Und ganz zum Schluss, da vergleichen wir das Maschenstromverfahren mit dem Zweigstromverfahren aus dem letzten Video. Also dranbleiben, lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin Andreas von The Fearless Engineer und los geht's! Wir haben ja bisher schon gesehen, wie man mit den Kirchhoffschen Gesetzen und dem Ohmschen Gesetz unbekannte Ströme und Spannungen in einem Netzwerk berechnen kann. Und wir haben auch schon gesehen, dass es Fälle gibt, wo diese einfachen Gesetzmäßigkeiten nicht ausreichen, wo wir Verfahren brauchen, die auch bei komplexeren Zusammenhängen trotzdem noch zielsicher eine Lösung produzieren. Und da haben wir schon kennengelernt, falls du das Video gesehen hast, das Zweigstromverfahren. Und das Zweigstromverfahren, das ist schon gar nicht so schlecht, um auch relativ schnell bei kleineren Netzwerken auf die richtigen Größen zu kommen, also Ströme und Spannung. Aber wir haben auch gesehen, dass es etwas länger dauert, das zu berechnen und dass eben dieses lineare Gleichungssystem, wenn da viele Unbekannte drin sind und viele Gleichungen aufgestellt werden, gar nicht so einfach, vor allen Dingen händisch zu lösen ist. Und wenn es mit einem Rechner gelöst wird, dann ist der Rechenaufwand da an manchen Stellen unnötig hoch. Und um diesen Rechenaufwand zu reduzieren, dazu dient das Maschenstromverfahren, das wir uns jetzt hier anschauen. Das kommt mit weniger Gleichungen aus und vor allen Dingen, wenn man händisch Dinge ausrechnen muss, zum Beispiel in einer Klausursituation, dann kommt man damit schneller zum Ziel. Da legen wir los mit einem kurzen Überblick. Das Maschenstromverfahren, das unterscheidet sich von diesem Zweigstromverfahren aus dem letzten Video vor allen Dingen dadurch, dass wir den Knotensatz nicht anwenden. Der Knotensatz, das ist die Summe der Ströme, die in einen Knoten reinfließen und rausfließen und die muss eben null sein, diese Summe. Und der wird hier nicht verwendet. Und dadurch ist das Verfahren schneller und etwas weniger rechenaufwendig als das Zweigstromverfahren. Und deswegen ist es auch praxisrelevanter. Der Lerneffekt, der ist hier trotzdem noch ganz gut. Also wenn man das Maschenstromverfahren kennt und versteht, hat man sehr viel gelernt über das Verhalten von Netzwerken und auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Größen. Es gibt nochmal Verfahren, die besser sind in der Praxis, die eine höhere Relevanz haben. Beispielsweise das Knotenpotentialverfahren oder Knotenspannungsverfahren. Das gucken wir uns aber im nächsten Video erst an. Jetzt geht es hier um das Maschenstromverfahren. Und die Grundlage besteht darin, dass wir Maschengleichungen aufstellen für alle Schaltungsteile, in denen wir Unbekannte drin haben und eben nicht Knotengleichungen. Knotengleichungen, die machen wir im Zweigstromverfahren. Hier geht es nur um die Maschengleichung. Und im Gegensatz zu den bisher verwendeten Gleichungen, die wir so aufgestellt haben und auch diesen ganzen Größen, die wir so berechnet haben und gebildet haben, da haben wir immer nur existierende Größen genommen, die es wirklich irgendwo gab im Netzwerk. Und hier beim Maschenstromverfahren, deswegen auch der Name, da nehmen wir einen Strom an, einen sogenannten Maschenstrom, den es in der Praxis oder im Netzwerk eigentlich in der Form gar nicht gibt. Den könnten wir an keiner Stelle wirklich messen. Der ist virtuell deswegen, der ist angenommen und was das genau ist, das sehen wir uns jetzt im Folgenden einmal an. Hier nochmal das gleiche Beispiel wie aus dem letzten Video. Drei Widerstände, zwei Spannungsquellen. Kein Widerstand ist parallel zu einem anderen, keiner ist in Reihe zu einem anderen. Und das zu lösen mit den konventionellen Verfahren, das würde hier sehr lange dauern. Wir wollen das schneller machen und jetzt eben mit dem Maschenstromverfahren. Sehen wir uns an, wie das geht. Also Schritt 1. Wir stellen die Maschengleichung auf. Das machen wir genauso wie beim Zweigstromverfahren. Wir bilden einen Umlauf, der eben geschlossen ist. Das heißt, wir suchen uns einen Startpunkt aus, laufen dann in irgendeiner Richtung, kann im Uhrzeigersinn sein, muss aber nicht, herum, müssen bei diesem Umlauf aber die Spannungszählpfeile beachten. Also im Erzeugerzählpfeilsystem für Spannungsquellen und im Verbraucherzählpfeilsystem für Widerstände. Und daraus ergeben sich dann die Vorzeichen hier in diesen Gleichungen. Das haben wir aber schon ein paar Mal gemacht jetzt. Da will ich nicht im Einzelnen erklären, wie es dazu kommt. Also diese Gleichung, die haben wir jetzt hier auch wieder. Das sind die gleichen wie im Zweigstromverfahren. Und im zweiten Schritt, da kommt jetzt das eigentlich Neue, der Kern des Maschenstromverfahrens sozusagen. Hier wird jetzt davon ausgegangen, dass in jeder Masche ein eigener Maschenstrom zirkuliert. Das ist dieser virtuelle Strom, den es eigentlich gar nicht gibt. Denn wenn man mal schaut, die Annahme ist hier in der linken Masche, da zirkuliert jetzt der Strom IA. Der fließt dann durch R1, der wird getrieben von U1 und der soll jetzt angeblich auch durch R2 fließen. Aber dadurch, dass es hier noch eine zweite Quelle gibt und die treibt hier auch einen Strom herum, kann man jetzt schon sehen, dass aufgrund der Zusammenhänge über den Stromteiler, den wir ja schon kennengelernt haben, es gar nicht sein kann, dass der Strom, der hier aus dem linken Zweig kommt, 1:1 genau so hier durch den mittleren Zweig fließt. Das ist also eine hypothetische Annahme. Trotzdem treffen wir die und ich erkläre auch gleich, warum man das so machen kann. Denn wenn wir ausgehen von der
der linken Maschengleichung, die wir auf der letzten Folie gebildet haben, und jetzt die Spannung ersetzen über das Ohmsche Gesetz mit den Größen aus dem Netzwerk. Das heißt, UR1, die Spannung hier über diesen Widerstand, ist das Produkt aus R1 mal dem Maschenstrom IA. Das ist also der hypothetische Strom, der jetzt hier fließt in dieser linken Masche. Und dann kommt jetzt R2 dazu, also UR2. Und das ist der Widerstand, der hier im mittleren Zweig sitzt. Und der wird durchflossen von zwei Strömen. Und die müssen wir jetzt beide hier überlagern. Das ist ähnlich wie im Überlagerungsverfahren, falls du das schon mal kennengelernt hast. Wir haben jetzt einen Strom IA, der fließt von oben nach unten. Wir haben aber auch einen Strom IB, also den virtuellen Maschenstrom aus der zweiten Masche, der fließt von unten nach oben. Und die müssen wir hier bei R2 voneinander abziehen. Also obwohl wir sagen, in der linken Masche zirkuliert dieser virtuelle Strom, wird trotzdem beim Bilden der Gleichung, der Maschengleichung, der Strom aus der anderen Masche berücksichtigt, und zwar entsprechend der eingezeichneten Richtung. Das heißt, wir haben unsere erste Gleichung, IA ist da drin und dann auch noch IB, und die Summe ist gleich 0. Das Gleiche machen wir für die rechte Masche ganz genauso. Wir laufen also hier auch im Uhrzeigersinn rum. Hier im mittleren Widerstand R2, da kommt uns dann der grüne Strom IA entgegen, deswegen minus IA. Wir laufen in Richtung des blauen Stroms, also plus IB. Und das hier, das ist die Spannung über dem mittleren Widerstand. Dann haben wir noch R3 mit IB, und das ist auch gleich 0. Also jetzt haben wir zwei Gleichungen für zwei Unbekannte. Vorher hatten wir drei beim Zweigstromverfahren. Jetzt haben wir zwei Unbekannte, IA und IB. Und mit diesen zwei Unbekannten, da können wir jetzt ein lineares Gleichungssystem wieder aufstellen. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir sortieren wieder nach IA und nach IB. Wie das sortiert wird, haben wir uns im Video zum Zweigstromverfahren schon angeschaut. Wir gruppieren jetzt die Faktoren davor, vor die einzelnen gesuchten Terme, also IA, R1 plus R2, und da in der unteren Gleichung ist hier eben minus R2 davor. Und wenn wir jetzt die Werte einsetzen aus der Aufgabe, R1 ist 4 Ohm, R2 sind 2 Ohm, R3 sind 1 Ohm, Spannung haben wir hier auch, dann können wir das eintragen in so einen Solver für ein lineares Gleichungssystem, 6, und das ist eben R1 plus R2, minus 2, das ist minus R2, denn R2 ist 2 Ohm und minus R2 ist eben minus 2. Und X1 steht für IA und X2 steht für IB. Und auf der rechten Seite, neben dem Gleichheitszeichen, da sind die Spannungen, also U1 28 Volt und U2 bzw. minus U2 minus 7 Volt. Und das können wir lösen nach der Cramerschen Regel oder nach dem Einsatzverfahren von Gauss. Und dann kommt da raus X1 gleich 5, X2 gleich 1. Und das können wir jetzt wiederum nutzen, um direkt auszurechnen, welche Größen meine Ströme haben. I1, das ist der Strom, der hier fließt, das ist gleich IA, das sind 5 Ampere. I2, das ist der Strom im mittleren Zweig, das ist IA minus IB. Ich muss die ja beide voneinander abziehen, wie ich das gerade gemacht habe. Also IA 5 Ampere minus IB 1 Ampere ist gleich 4 Ampere. Und im rechten Teil, da fließt eben dann IB, und das ist 1 Ampere und das ist auch gleich I3. Das heißt, ich habe jetzt hier meine drei Ströme bestimmt, habe aber ein Gleichungssystem, was nur aus zwei Gleichungen besteht. Und das ist weniger als beim Zweigstromverfahren. Vergleichen wir das einmal mit dem Zweigstromverfahren. Also genauso wie da, oder sehr, sehr ähnlich, werden hier mit dem zweiten Kirchhoffschen Gesetz Maschengleichungen aufgestellt. Beim Zweigstromverfahren nutzen wir noch das erste Kirchhoffsche Gesetz, hier nicht. Und hier nehmen wir aber an, dass in jeder Masche eben dieser virtuelle Strom, der Maschenstrom, zirkuliert. Und in Zweigen, wo sich Maschen überlagern, da addieren sich die virtuellen Ströme, wie wir das in den Gleichungen dann gesehen haben. Und die Anzahl der LGS-Gleichungen, die ist hier geringer, was vor allen Dingen zum Tragen kommt, wenn wir größere Netzwerke analysieren. Das war jetzt kein großes Netzwerk und da war es schon um 1 geringer, aber dieser Vorteil, der wird nochmal ausgeprägter, wenn das Netzwerk in der Größe wächst und mehr Knoten dazukommen. Und das Maschenstromverfahren, und das machen wir in einem der nächsten Videos, das ist besonders gut geeignet, um eine sogenannte Wheatstone'sche Brückenschaltung zu berechnen. Aber dazu später mehr, da machen wir ein schönes Projekt auch dazu, zur Wheatstone'schen Brückenschaltung, wo wir eine Schaltung aufbauen, mit der wir eine Größe messen können. Und das wird eine ganz, ganz spannende Sache, denn das ist das Praxisprojekt, der Abschluss von diesem zweiten Teil der E-Technik-Challenge. Und das ist das Fazit hier aus diesem Video. Das Maschenstromverfahren, das ist eigentlich die bessere Wahl, wenn wir es vergleichen zum Zweigstromverfahren. Das war's erstmal für dieses Video von mir. Wenn du Fragen hast, rein damit unten in die Kommentare. Dann helfe ich dir gerne weiter, auch wenn du Ideen hast für neue Videos, die ich machen soll. Immer her damit. Ansonsten noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier auf The Fearless Engineer.